Ist Bayern ein so sicheres Land, dass die Polizei nun schon Schulschwänzer jagen muss? Wenn es nach der Polizei in Kempten geht, heißt die Antwort nein. Dennoch wurden genau hier zu Beginn der Pfingstferien 10 Familien erwischt, die ihre Kinder unerlaubt von der Schule fernbleiben ließen. Das Phänomen Schulschwänzer vor und nach Ferienzeiten ist der Polizei zwar bekannt, dennoch gab es nie explizite Schulschwänzerkontrollen, wie uns Florian Wallner von der Kemptner Polizei erklärte. Die Beamten haben im Zuge der ganz regulären Kontrollen, also im Rahmen des normalen Dienstbetriebes, hier einfach ein offenes Auge gehabt auf den Personenverkehr, der am Flughafen unterwegs war, und haben hierbei einfach eigeninitiativ dann kontrolliert. Es war also nicht so, dass das eine Vorgabe ist oder dass man jetzt sagt, man bindet hierfür zusätzliche Kräfte. Seit 1919 gibt es in Deutschland die allgemeine Schulpflicht. In Bayern dauert diese in der Regel 12 Jahre und wird eben auch einen Tag vor den Ferien nicht einfach hinfällig. In den 10 Fällen vom Memminger Flughafen müssen sich die Eltern nun wegen einer Ordnungswidrigkeit vor dem zuständigen Landratsamt verantworten. Ein gelungener Start in die Schulferien schildert sich wohl wahrlich anders. Dennoch ging es für die Familien nach der Kontrolle weiter in Richtung Ferne. Die Familien durften alle ihren Urlaub antreten, da wird niemandem verboten auszureisen. Das ist zwar eine Ordnungswidrigkeit, die nach dem Opportunitätsprinzip zu verfolgen ist, aber die Entscheidung, ob ein Bußgeld hier verlangt wird und wie hoch ein solches ausfallen könnte, das obliegt den Landratsämtern. Waren die Polizeieinsätze gegen die Schulschwänzer nicht trotzdem auch ein wenig übertrieben? Über diese Frage haben wir mit Melanie Plewka vom Landeselternverband in Bayern gesprochen. Also Kontrolle ist nötig, aber man darf es nicht übertreiben. Wenn man sich einen Regelbruch begeht, dann muss man damit rechnen, dass es Kontrolle gibt und dass man dafür belangt wird. Wenn ich im Auto mit dem Handy telefoniere, muss ich auch damit rechnen, dass ich kontrolliert werde und dass ich da Strafe zahlen muss. Regulärer Unterricht am letzten Tag vor den Schulferien findet nur selten statt. Ist das erhöhte Schulschwänzeraufkommen also ein hausgemachtes Problem der Schulen? Für Melanie Plewka nicht. Sie sieht das Problem woanders. Man kann das eigentlich nur den Fluggesellschaften vorwerfen. Die müssten daran was ändern, dass die Eltern die Chance haben, auch einen günstigen Flug in den Urlaub zu bekommen, wenn die Ferien losgehen. Also ab 13 Uhr, dass ich einfach noch zum Flughafen komme, dass ich das alles in Ruhe machen kann und auch zu einem günstigen Preis. Wir wünschen trotz dieser Vorfälle allen Kindern schöne Pfingstferien.